Beherrscht der Mensch die Technologie oder ist es längst umgekehrt? Und wie riskant und gefährlich ist die künstliche Intelligenz? Und was bedeutet sie für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Mit Fragen wie diesen hat sich der Psychiater und Neurowissenschaftler Joachim Bauer beschäftigt und dazu ein Buch mit dem Titel Realitätsverlust geschrieben. Präsentiert wurde Bauers neuestes Werk in der Stadtbücherei Hallen und zwar auf Einladung des Vereins namens Ökonomie der Menschlichkeit. Wir können gar nicht anders als miteinander in Beziehung treten, wenn wir einem anderen Menschen begegnen. Das heißt, wir nehmen wahr, was er uns sagt, wie er uns anspricht. Körpersprache und Sprache spielen da die entscheidende Rolle. Ohne große Schreckensszenarien zu verbreiten, die digitale Welt kann zum Teil schon einen größeren Reiz auslösen als die reale Welt. Steht die Technologie auch für Erleichterung und sorgen gerade soziale Netzwerke wie Facebook für Vernetzung, so gibt es auch Schattenseiten, wenn man sich dem Digitalen zu sehr hingibt. Wir wissen aus der Forschung, dass die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit hat. Das heißt, Menschen, die keine anderen Menschen haben, die sie in der Realität haben, die ihnen begegnen, die ihnen zusprechen, die ihnen Mut machen, diese Menschen werden psychische Störungen entwickeln, werden depressiv werden, werden sich einsam fühlen. Das läuft nun nicht auf eine stringente Abkehr von Technologie heraus. Auch bei der Buchpräsentation von Joachim Bauers Realitätsverlust ist davon keine Rede. Vielmehr geht es um das Aufzeigen von möglichen Risiken und belegten Negativbeispielen. Und viel wichtiger, das betrifft eben nicht nur die junge Generation. Es betrifft alle Menschen. Wir müssen allerdings sehen, dass bei den Menschen, die heute jung sind, die quasi schon von klein auf mit Smartphone und Social Media aufgewachsen sind, mit dem Gaming, mit den Videospielen aufgewachsen sind, dass bei diesen jungen Menschen die Gefahr, dass sie diesem Sog voll erliegen, dass sie quasi in eine Suchtgeschichte reingeraten, dass die Gefahr bei denen besonders groß ist. Organisiert wird dieser Dialogabend in der Stadtbücherei Hallein in Zusammenarbeit mit der Ökonomie der Menschlichkeit. Bei dieser Initiative spielen reale, zwischenmenschliche Begegnungen eine große Rolle. Wissenschaftliche Lehrmeinung ist ja, man misst wirtschaftlichen Erfolg in Geld. Und wir sagen, wir schaffen eine zweite Säule, die Säule der Menschlichkeit. Und die Menschlichkeit misst sie in Freude. Also Wirtschaftlichkeit misst in Geld, Menschlichkeit misst in Freude. Und darum ist unser gemeinsames Anliegen Folge der Freude. Und das hat eine ganz riesige Dynamik. Und dieses Gefühl kann ich nur in der realen Welt erleben. Das kann ich in der virtuellen Welt nicht. Sie haben Erfolg. Schlussendlich kommt es darauf an, dass Menschen noch immer die Technologie beherrschen. Und anscheinend wird sich die reale Außenwelt anstrengen müssen, wieder attraktiver zu werden. Dass diese jungen Menschen in der realen Welt genügend Angebote haben, Sport, Musik, Naturerlebnisse, Abenteuer, Party machen, zusammen sein, nicht? Dass sie genügend Freude-Momente in der realen Welt erleben, dass sie nicht rüberrutschen müssen in die virtuellen Räume.